Hallo lieber Zwilling und willkommen zu deiner Tarot-Monatslegung für den November 2024. Ich bin Daniela und in dieser Legung schauen wir wieder in die vier Elemente hinein, die wir auch im Tarot wiederfinden. Beginnen im Osten mit dem Luftelement, mit der mentalen Energie. Und ich habe hier die 8 der Münzen gezogen. Das heißt, hier beginnt gerade ein Arbeitsprozess. Es mag sein, ein Projekt beginnt, du gehst in irgendeine Aufgabe rein. Das kann aber auch ein Denkprozess sein, der irgendwie gerade anfängt, sich zu manifestieren. Und ja, du hast schon ein bisschen was geschafft, aber auch noch einen ganz schönen Weg vor dir hier in diesem Bereich, den das hier zeigt. Dann haben wir hier die 5 der Stäbe. Das ist immer so ein leichter mentaler Konflikt. Das können kreative Auseinandersetzungen sein. Das kann ein Streit sein, im Außen wie im Innen. Also auch ein Konflikt, den du einfach mit dir selbst in deinem eigenen Geist hast. Aber möglicherweise auch eine Diskussion im Außen, ein Streit im Außen, der dich in irgendeiner Form beschäftigt. Und dann haben wir hier die 8 der Kelche. Ja, möglicherweise geht irgendwie etwas raus und du schaust, was aus dem, was übrig geblieben ist, noch zu machen ist. Ja, es ist ja oft so, dass es zum Beispiel Streit gibt im Kollegenkreis, ein Kollege kündigt und einer muss dann eben schauen, was man aus allem macht irgendwie, wer vielleicht dann noch wieder eingestellt wird. Und so eine Situation sehe ich hier, dass eben irgendwas, irgendwer geht raus, möglicherweise auch so ein bisschen im hitzigen Gefecht. Und du darfst eben schauen, was noch gut ist, was noch übrig ist. Ja, das muss jetzt kein Streit im Kollegenkreis sein, das kann alles mögliche andere sein. Das kann aber auch sein, dass jemand zum Beispiel schon eine Weile gegangen ist, ja, oder kann zum Beispiel auch anzeigen, dass man sich um sowas wie einen Nachlass kümmert, was vielleicht schon eine ganze Weile liegt und wo man sagen muss, gut, ich schaue da irgendwo nochmal rein. Ich meine, der November ist ein sehr grauer, nasser, kalter Monat, ja, in dem kann man sich schon mal auch solchen Dingen widmen, die schon länger rumliegen, ja, so dass man sagt, man macht sich nochmal an den Keller oder an irgendetwas, was man mal von irgendwo mitgenommen hat, erstmal untergestellt hat, ja, und das ist auch immer ein Arbeitsprozess, der möglicherweise nicht ganz so einfach ist, wo wir aber vielleicht auch noch kleinere Schätze finden und die Karten bringen das ja hier an die Oberfläche, weil sie sagen, es wird sich auch für dich lohnen, ja, allein schon dadurch, dass du es dann gemacht hast und los bist. Wir schauen in den Süden, in das Feuerelement, die Welt der Ideen, Wünsche und Impulse. Und hier sehe ich so ein gewisses Auf und Ab oder auch ein Hin und Her. Vielleicht auch so eine Energie wie, packe ich es an oder schiebe ich es doch nochmal wieder auf die lange Bahn. Dann habe ich hier die 2 der Schwerter. Das ist oft so ein sich unfrei fühlen. Ja, einerseits wissen, man hat was zu erledigen, aber andererseits sich auch nicht wirklich aufraffen können, um es anzupacken. Und dann den Wagen. Der Wagen, der zeigt immer den richtigen Moment an. Und da er ja hier im Bereich des Feuerelements ist, würde ich sagen, dass der Impuls, diese Sache anzupacken, für dich im November kommt. Ob du diesem Impuls nun Folge leistest oder ihn ignorierst, bleibt dir völlig selbst überlassen. Ja, keiner muss, aber wenn du möchtest, hast du Rückenwind. Dann schauen wir in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Wir haben hier den Buben der Münzen. Ja, also eigentlich eine sehr positive Karte, auch für Chancen, Möglichkeiten, Wachstum, gute Lichtenergien. Die 6 der Schwerter. Ja, es ist auch eine Reise. Also ich sehe hier wirklich einen Aufräumprozess für die Zwillinge. Klar, das passt super gut ans Jahresende, aber bei den Zwillingen liegt es hier von der Energie schon sehr, sehr stark. Ja, also
dir das anzuschauen, schickt dich auf eine Reise. Das ist auch das Schwierige, warum du das nicht anpacken kannst, weil du weißt, dass sich das irgendwo emotional auch aufwühlt und möglicherweise eben auch mit Streitigkeiten verbunden waren, die dich noch belasten und vielleicht auch mit Gemeinheiten zu tun hatte, die dich noch in irgendeiner Form belasten, mit Verlusten zu tun haben, ja, die dich irgendwo noch belasten. Und das ist eine Karte, die sagt, lass das hinter dir, überlasse die ausgleichende Gerechtigkeit dem Universum und richte nicht, auf das du nicht gerichtet wirst. Und das ist auch eine Energie im November, die bei einigen Sternzeichen vorherrscht, zu dieses sich mit dem Urteilen zurückhalten, auch so damit, dass man jemand anderen Unglück wünscht oder meint, er hätte noch was zu lernen oder müsste mal dies und das und jenes machen oder wie auch immer, ja, überlass all diese Dinge dem Universum, schau du auf dich und deinen Weg und schau, dass es dir gut geht, dass du deine Sachen erledigst und dass du dich von Aufgaben, die schon länger rumliegen, befreist. Dann schauen wir in den Norden, in das Erdelement, in die Münzen, in die Materie. Ich habe hier die 7 der Münzen. Ist auch wieder der Beginn von einem Arbeitsprozess, wo man einfach sagen kann, wo man einfach schauen muss, lohnt sich das Ganze? Ja, also manchmal ist es auch so, wenn man jetzt irgendwie was rumliegen hat im Keller, dass man sich vielleicht überlegt, lohnt sich das oder packe ich es einfach in die nächstbeste Tonne? Ne? Und die Karten sagen schon hier, dass einfach schon auch ein Gewinn mit beiliegt, einfach auch für dich selbst, ja? Und dass es möglicherweise noch etwas auch zu entdecken gibt für dich in dieser Aufgabe, weil du ja hier auch auf eine Reise gehst und du weißt auch, dass es irgendetwas Wertvolles für dich bereithält. Dann habe ich hier den Stern. Der Stern ist eine Karte der Wunscherfüllung, ja, eine Karte, die uns nochmal eine Richtung gibt, uns inspiriert, uns neue Möglichkeiten aufzeigt, ja, auch eine Richtung im Leben vorgibt. Und möglicherweise wird dich diese unangenehme Aufgabe, dieser Aufräumprozess auch nochmal in irgendeiner Form inspirieren. Oder vielleicht findest du auch etwas, was dir einen Wunsch erfüllt. Und dann habe ich hier die 4 der Kelche. Ja, auch so dieses, ich habe es eigentlich satt, eigentlich ist mir zu viel, ich will mich nicht drum kümmern und eben dann auch wieder so diesen Konflikt da damit, mache ich es nicht, vielleicht habe ich schon angefangen, eigentlich habe ich keine Lust, aber irgendwie würde ich es auch gerne fertig machen, ja, und wie gesagt, die Karten sagen, wenn du diese Aufgabe beendet hast, wenn du am Ende dieser Reise angekommen bist, da wartet eigentlich etwas Positives auf dich. Und ich habe auch bei dir die Mondwünsche. Der Mond lehrt mich Geduld. Ja, lieber Zwilling, soweit ein Blick in die Karten für dich für den November. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich wie immer riesig über Likes und Kommentare und auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Zum neuen Jahr 2025 gibt es wieder die persönliche Jahreslegung als Video zum Download. In dieser Legung schaue ich in die Energien des neuen Jahres hinein, schaue nach Segnungen und Herausforderungen. Diese Legung gibt wertvolle Inspirationen und Impulse. Die Plätze für diese ganz besondere Legung sind begrenzt, daher empfehle ich dir bei Interesse nicht allzu lange zu warten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite und den Link dazu wie immer unter dem Video.